unserer Handstand-Challenge versucht ihr so lange wie möglich an einem Stück im Handstand stehen zu bleiben. Tragt eure längste an einem Stück geschaffte Zeit in die Ergebnisliste ein. Diese findet ihr in der Beschreibung unterhalb dieses YouTube-Videos oder auf diesem Link der Website des TV Altdorf. Viel Spaß bei der Challenge! Noch ein wichtiger Sicherheitshinweis für euch. Bitte achtet darauf, dass euch ein Familienmitglied Hilfestellung während des Handstandes gibt. Den zu sichernden im Klammergriff an beiden Fußgelenken gut festhalten. Am besten versucht ihr die Handstand-Challenge an einer Wand. Zur Sicherheit legt eine Gymnastikmatte unter. Lauft langsam und kontrolliert mit euren Füßen an der Wand hoch. Wenn ihr euch nicht mehr halten könnt, dann lauft langsam wieder die Wand runter. Ganz wichtig, achtet stets auf einen geraden Rücken. Geht also nicht ins Hohlkreuz und macht keine Banane bei eurem Handstand. Schaut mit dem Gesicht die Wand an. Am besten nicht zum Boden schauen. Hier noch einmal der Handstand mit dem Gesicht zur Wand im Ganzen zu sehen. Für eine gute Ausführung des Handstands liegt der Bauch direkt an der Wand an und eure Hände sind so nah an der Wand wie möglich. Atmet ganz normal weiter, auch wenn es verlockend ist. Bitte nicht die Luft anhalten. Wenn ihr nicht mehr genug Kraft habt, geht auch hier wieder langsam und kontrolliert an der Wand nach unten. Jetzt zeige ich euch noch verschiedene Varianten, euren Handstand an der Wand zu halten. Leichter macht ihr es euch natürlich, wenn die Hände nicht ganz an der Wand sind oder euer Bauch nicht ganz an der Wand anliegt. Schaut, welche Position mit den Füßen oder Schienenbeinen an der Wand für euch am besten ist. Um in den Handstand gegen die Wand hochzuschwingen, solltet ihr euch schon ein bisschen im Handstand in der vorher gezeigten Variante halten können. Vergesst auch hier wieder nicht zu atmen. Versucht auch hier wieder möglichst kontrolliert mit einem Bein und wie eine Katze mit möglichst wenig Geräusch auf den Boden nach unten zu kommen. Für diejenigen unter euch, die den Handstand schon beherrschen, zeige ich euch hier einen freistehenden Handstand mit gespreizten Beinen. Und hier der freistehende Handstand mit geschlossenen Beinen. Und zum Schluss den Handstand noch auf den selbstgebauten Handstandgriffen. So, ich hoffe, die Tageschallenge hat euch gut gefallen heute. Morgen gibt es wieder eine neue. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und viel Spaß weiterhin.